So, ja, Genau. auf jeden Fall schon mal schön, dass wir da sind, so gemeinsam. Ja, auf jeden Fall. Und dass wir hier im Austausch sind und uns sicherlich gut ergänzen. Wir werden uns jetzt langsam nach und nach kennenlernen. Genau. Ja, das ist ja das Schöne an diesem Heilungssummit gewesen, dass ich so viele unterschiedliche Frauen kennenlernen und auch netzwerken und ja, auch noch weiter verbunden bleiben, ne? Ja, genau. Ja, eben, weil wir so gleichgesinnt sind Ja. und doch alle, sage ich mal, ähnliche Visionen und Ziele haben und die ja auch schon leben, größtenteils leben und immer mehr leben und immer mehr ins Bewusstsein gehen und in die Erkenntnis. Und jeder Impuls ist so kostbar und ich bin wirklich dankbar über den Heilungssummit, dass wir diese kostbaren Geschenke gegenseitig geben und nehmen können. Ja, dass das, was du mitbringst, dass ich da was draus entdecken kann, was für mich noch sinnvoll ist und du kannst vielleicht bei mir was entdecken und Ja, so auf jeden weiter, Fall. ne? Genau. Ja. Das ist das Schöne daran, dass man so, ja, dieser Austausch und dass man auch merkt, dass Schnittstellen irgendwo sind. Ja, denn im Grunde. Ja, geht es bei dir um die Liebe, bei mir geht es auch um die Liebe, um die Selbstliebe und um das Annehmen. Und ja, es ist einfach überall kann man Gemeinsamkeiten finden. Ja, genau. Und letztendlich durch die Ergänzung des anderen, nämlich den Spiegel, den wir vorgehalten bekommen, die Resonanz, die wir bekommen, die Synchronizitäten und all diese Dinge, dadurch erfahren wir uns ja und dadurch kommen wir auch in unsere eigene Tiefe und können unseren inneren Frieden ausleben und nach außen bringen, dann weitertragen. Und ich habe gesehen, du bist da auch ganz schön unterwegs, habe ich ein bisschen bei dir gestöbert. Ja. Und fand es so klasse, du hast quasi den Heilungssummit mit uns am 22. begonnen, hast aber auch parallel am 20. auch noch einen Kongress begonnen und die hast du parallel geschaltet und ich habe gesehen und dachte mir, meine Güte, das ist aber schon auch viel, was sie da macht, aber ich fand beides richtig klasse. Heilungssummit sowieso, da habe ich mich ja auch dafür entschieden und bin Ja. dankbar dafür und dann hast du eben auch noch diesen anderen Kongress. Diesen Traumfänger, genau. Das war ein Tag, wo man kostenlos Coachings buchen konnte. Und ja, insofern ging das schon zusammen zu regeln. Also das war jetzt nicht ganz so schwierig. Es war halt, dass die Werbung ein bisschen parallel gelaufen ist, aber das eine war halt eben nur auf einen Tag bezogen. Das war auch noch ein Sonntag. Und das andere hatten wir ja das Interview schon vorher abgeschlossen. Insofern war das schon zu schaffen. Ja, genau, Genau. super. Ich habe auch dein Interview gesehen und fand es auch sehr, sehr spannend und ja, sehr bereichernd für viele Menschen heutzutage, weil ja, ich denke mal, viele sind so ein bisschen aus der Spur geraten und vom Weg abgekommen und geht mir ja selber auch manchmal so, wie schnell kann es sein, dass man plötzlich seinen Fokus mal verliert und dann rauskommt und dankbar ist, wenn jemand anderes da ist und einen Impuls gibt, sodass man wieder auf seinen Weg zurückfinden kann und wieder auf seine ja, sag ich mal, Gesundheit, Vitalität und sein Wohlgefühl und all diese Dinge, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist es ja. Wir sind ja von, die Menschen sind ja keine also eigentlich keine Einzelkämpfer, sondern Herdentiere, ne? Und ja, es ist halt eben alles viel einfacher, wenn man jemanden hat, der einen begleitet. Ob das jetzt beim Abnehmen ist, weil viele Frauen sind ja, probieren aus und machen und tun und sind wirklich ganz diszipliniert und schaffen es dann trotzdem nicht, das langfristig irgendwie zu halten. Aber dann fehlt auch der Austausch und ja, der Hinweis vielleicht manchmal durchs Gespräch, dass es gar nicht allein an der Ernährung liegt, sondern dass da noch viel, viel tiefer irgendwas vergraben ist. Ich habe letztens einen guten Ausspruch vom Robert Betz gehört, der sagt, du hast kein Übergewicht, sondern du hast im Moment dein Seelengewicht, also dein ideales Seelengewicht. Und das finde ich total klasse. Also 20 Kilo Übergewicht, ja, das ist vielleicht das, was momentan eben gerade angesagt ist und was deine Seele irgendwie aus irgendwelchen Gründen
braucht oder gebraucht hat oder ja, dass es irgendeinen Grund gibt, warum sich das angesammelt hat, den man aber selbst überhaupt nicht sieht, weil man da viel zu sehr in seinem eigenen Schema drin ist und so ein bisschen mit Scheuklappen durch die Gegend läuft. Ja, weil man gefangen ist ganz schnell auch mal, ne? So denke ich das immer, sage ich es auch meinen Kunden, man ist recht schnell manchmal gefangen in seiner eigenen kleinen Perspektive und wenn man sich da im Rädchen dreht und partout den Ausgang nicht findet, dann ist es eben schon gut, wenn man sich Ankerpunkte gesetzt hat oder sich Termine gesetzt hat mit Coaches oder sich einen ganzen Plan vorgenommen hat über eine gewisse Zeit, dass man da immer wieder, sag ich mal, rausgerufen wird und die Tür eben findet und auch mal die Tür aufgehalten bekommt. So ist es ja im Endeffekt bildlich gesprochen, weil ich spreche halt bildlich, weil ich bin ja auch ein Visionär und man sieht es bei mir im Hintergrund. Bei mir geht es viel um Vision, um visuelle Kommunikation, die visuelle Sprache, die eben schon vom Ursprung her jedem von uns gegeben ist. Selbst wenn wir kein Augenlicht haben, haben wir eine Art Vision in uns, weil der Mensch, so wie bei den Tieren auch, da ist ein gewisser Instinkt da und die Kleintiere wissen genau, wo sie hin müssen, um zu ihrer Mutter zu gelangen, um an Nahrung zu kommen. Und ich denke mal, bei uns Menschen ist das ähnlich und es geht viel über Visionen, die Intuition, der Instinkt. Die inneren Bilder, ne? Genau, die inneren Bilder. Ja. Und die nehme ich ganz gerne als Grundlage für das, was man in seinem erfüllten Leben haben möchte. So. Mhm. Und ich weiß nicht, du hast auch mitbekommen, ich habe ja auch ein Buch geschrieben. Ne? Mhm. Und das ist für mich so, da steht halt vieles drin. Und da ist es halt auch ein erfülltes, vitales Leben in Leichtigkeit. Und das über die Visionen, über die Dinge, aus sich heraus, aus dem tiefsten Inneren heraus, aus dem Bewusstsein heraus zu kreieren und zu gestalten und letztendlich dann auch innerhalb der Naturprinzipien zu manifestieren, so um sich ein vitales Leben in Leichtigkeit zu erfüllen. So, um es jetzt das ist ja genau. Schon eine Schnittmenge, die Leichtigkeit. Ne? Das ist ja bei mir auch so dieses, ich sage ja auch, ich bin Expertin für Leichtsein. Ne? Ja. Und du hast auch von der Tür gesprochen, die sich öffnet. Und das ist ja bei mir die Tür zum Unterbewusstsein, weil ich ja mit Hypnose arbeite. Und da gibt es ja auch ganz viele innere Bilder, die dabei hochkommen können und was man bisher gar nicht so gesehen hat und was man auch nicht in Verbindung gebracht hat mit dem Übergewicht, ne? Dass da vielleicht schon Sachen von vor ganz vielen Jahren sind, schon in der Kindheit angelegt worden sind, die bisher überhaupt nicht bewusst waren und die dann bewusst gemacht werden dadurch, dass sich die Tür zum Unterbewusstsein öffnet, ne? Und dann innere Bilder hochkommen. Also da gibt es schon ganz viele Berührungspunkte bei uns beiden. Ich freue mich jedes Mal so, wenn wir dann im Spiel sind und die Ping-Pong-Bälle hin und her schießen oder geben, um sie dann wieder aufzufangen und wieder selber was reinzugeben und wieder zurückzuspielen. Und das ist so schön, wenn man mit Gleichgesinnten sich unterhält. Ja. Da ist einfach dieses Spiel so harmonisch, so ein Miteinander. Ne? Da geht es nicht darum, wir wollen ja einfach nur spielen und uns gegenseitig die Bälle zuspielen, um dann daraus wieder was Schönes zu erschaffen, wieder Kraft und Energie hervorzubringen. Ja. Ja. Und dieses Spielen ist auch eine Leichtigkeit. Ja, ja. Ist auch, das ist wirklich schön, ja. Ja, ist also auch wieder, ist wieder ein ganz anderer Gesprächsverlauf, ja. Und schon wieder so spannend und schön und harmonisch. Und ja, und ich finde es klasse, dass du wirklich dir diesen Bereich ausgewählt hast, weil der liegt mir persönlich auch sehr am Herzen, weil ich möchte gerne, dass alle Menschen draußen auf der Straße, so wenn ich mal so sitze im Café und die Leute betrachte, das mache ich sehr gerne. Und dann denke ich immer, boah, da könnte man noch und da könnte man noch und wer nur möchte und wer nur will. Und wenn es dann genug Anlaufstationen gibt, dass sie dann auch die Idee bekommen, ach ja, da könnte ich mich ja mal informieren, da könnte ich mal Wissen herholen. Ne? Genau. Und das finde ich einfach schön,
je mehr Möglichkeiten es gibt für jeden, für mich auch, weil jeder hat seine Baustellen, ja. Ja, jeder kann bei sich gucken und so schön, wenn du dein Thema anbietest und ich meins und die anderen Sprecher bei dem Summit oder bei anderen Möglichkeiten ihre Themen und so hat doch jeder auf der Straße jetzt, auch wenn ich auf der Straße laufe, ich will mich da gar nicht ausnehmen, haben wir doch alle die Gelegenheit und Möglichkeit, bei anderen zu gucken, was haben die für Gaben und wie könnte ich mich damit erfüllen und im nächsten Moment gebe ich dann wieder und erfülle andere mit dem, was ich zu geben habe. Genau, und das ist ja auch das Schöne, dass wir unsere Gaben weitergeben können, unsere Erfahrung weitergeben können, weil wir haben beide unsere Erfahrungen gemacht. Also bei mir ist es so, dass ich schon von Kind an mit Übergewicht irgendwie zu tun gehabt habe und sich das so in meinem Leben fortgesetzt hat und ich dann nach einem Burnout abgenommen habe und gemerkt habe, dass das gar nicht irgendwie was mit dem Essen zu tun hat, sondern dass es mit meinem Inneren zu tun hat, dass es mit meiner Selbstliebe zu tun hat, mit meinem Selbstwertgefühl und so. Und als ich das erkannt habe, dann hatte ich keine Probleme mehr mit meinem Gewicht. Ne? Ja. Und die Hypnose, die verstärkt das nochmal. Und so ist es ja bei dir auch eine Gabe, dass du schon lange mit Bildern zu tun hast, lange mit Malen und so. Und das einfach aus deinem Inneren herauskommt. Ne? Ja, also bin ich dankbar. Ich hatte ja, sag ich mal, von Kindheit an habe ich gemerkt, ich habe beide Gaben in mir. Einerseits das händische Talent, das umzusetzen, dann die Vision überhaupt zu sehen und dann auch noch die Energie, Praxis darin zu erfassen. Und dann war es halt so, als Kind war das noch nicht angesagt. Das Malen war angesagt, das konnte man tun. Da war man im positiven Fokus der Leute. Aber die Energiearbeit, da gab es eher mehr so die Nichtversteher oder das Unverständliche, was da geblieben ist. Und deshalb habe ich das als Kind noch nicht so ausgedehnt machen können, wie ich es eigentlich gerne gewollt hätte, soweit ich mich erinnere, schon sehr früh. Aber jetzt ist die Zeit dafür da, jetzt ist sie reif und jetzt können wir uns da wirklich zeigen, wer wir wirklich sind. Und das ist so schön, mit Gleichgesinnten dann auch die Stärke zu spüren, dass da die Unsicherheit, die ich als Kind und als Teenager hatte, dass die jetzt wie weggeblasen ist, weil ich mich da auch so in der Gemeinschaft fühle. Und dadurch auch einfach alles geben kann, was so in mir steckt, weil ich sehe, die anderen geben auch gerne und nehmen auch gerne. Ja. Ne? Und dieser Austausch, der da auch entsteht. Also das gibt einem schon ein gutes Gefühl. Und wenn die anderen bereit sind, das gute Gefühl anzunehmen für sich, und dann gibt es ganz viel zu entdecken, um eben, wie du schon gesagt hast, sein persönliches Inneres zu ordnen und zu neu zu gestalten und in meinem Fall jetzt neue Visionen aufzubauen, um dann sich sein Leben komplett einzurichten, sich ein Drehbuch des Lebens zu schreiben, um dann sein erfülltes, vitales Leben in Leichtigkeit zu leben. Und ja, super, dass wir die Leichtigkeit zusammen hier präsentieren, ja. Ja, und wie machst du das? Machst du Online-Kurse oder machst du Face-to-Face-Kurse? Wie machst du das? Ich meine, jetzt war ja Corona, da war es sowieso ein bisschen schwieriger alles. Gibst du Kurse für mehrere Personen oder nur alleine? Also ich nehme es so, wie es kommt, beziehungsweise es kommt so zu mir, wie es gebraucht wird. Weil ich bin ja ganz im Vertrauen und in der Liebe. Und von daher, es ist, wie es ist und es kommt und es wird genau das, kommt zu mir, wie es sein soll. Und das kann sein über Zoom-Meeting, das kann sein am Telefon, ja, also mal ganz simpel gesprochen am Telefon, dann über Zoom-Meeting und dann natürlich auch persönlich und dann im Einzelnen oder in Gruppen, ganz egal, so wie es passt und jeder da, wo er steht und wie er abgeholt werden möchte, um sich besser zu erkennen, um sein Bewusstsein zu erweitern, um aus dem Hamsterrad auszusteigen, um sich neue Visionen zu setzen, um die Naturprinzipien kennenzulernen, ums Leben in Leichtigkeit zu leben und meinetwegen aus dem Drama heraus oder ich sage immer vor dem Drama, in dem Drama, nach dem Drama, ist ganz egal, weil irgendwann steht jeder mal an dieser Stelle, sei es ganz klein oder sei es groß und aufgeblasen,
spielt alles gar keine Rolle im Endeffekt. Es geht ja nur darum, über sein Bewusstsein in seine Ordnung, in seine Klarheit zu kommen und damit in seine Kraft und Stärke. Und die kann man dann übers Verbale machen, so wie wir beide im Gespräch sind, mhm. ja? Oder übers Visuelle. Und da sage ich immer, das Visuelle ist eine ganz starke Kraft. Wenn man sich der bedient, dann kann man seine Manifestationen noch weitaus konstanter gestalten und intensiver auch. Und deshalb gebe ich das gerne mit an die Hand. Und das kann eine kleine Strichzeichnung sein, einfach nur ein Stift auf ein Schmierpapier, das reicht schon. Damit kann man schon ganz stark manifestieren. Oder wenn man weiter möchte, dann mit Worten und Sätzen und großartigen Dingen, wie auch immer das. Aber ich würde halt jedem empfehlen, wenigstens eine kleine Strichzeichnung auf ein Schmierpapier zu machen, um das festzuhalten, was man sich vorstellt. Ja, das und mit der Hand selbst geschrieben ist nun mal eine größere Stärke, wie mit der Schere was auszuschneiden und drauf zu kleben, ist auch gut. Also alles ist gut, auf jeden Fall nichts weglassen, alles ist gut. Aber ich sage halt aus meiner Sicht heraus und aus meinen Lernprozessen heraus ist das Händische, was von den Händen aus sich ausdrückt, kommt natürlich vom Bewusstsein über die Vernunft und dann über die Hände, über die Form des Körpers. Und wenn diese, dann sind ja automatisch alle drei Dinge miteinander verbunden und drücken sich aus und auf dieser manifestierten Form des Papieres, wenn man so möchte. Also das empfehle ich, aber das kann man dann auch im Einzelgespräch dann schauen, wonach dem Menschen gerade ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei dir mit der Hypnose, ich glaube, dass wir da wieder ein bisschen gleich schwingen. So könnte ich mir vorstellen. Wenn du das jetzt erklärst, bin ich jetzt mal ganz gespannt. Ja, also ich mache halt mehr Einzelgespräche. Ich habe jetzt bisher noch keine Gruppentherapien gemacht und das mache ich sowohl über Zoom, das geht ganz wunderbar, als auch natürlich direkt bei mir zu Hause. Und mir ist es halt wichtig, dass ich mit jeder Frau individuell arbeite, weil jede hat halt eben ihr individuelles Problem. Das ist bei niemand oder bei den wenigsten gleich. Es gibt ähnliche Probleme, aber bei den wenigsten ist es wirklich identisch. Also identisch gibt es nicht, weil jeder hat eine eigene Geschichte, jeder hat eine eigene Persönlichkeit. Die Eltern, Ahnen, alles, was dahinter steht, hat ja auch noch eine Bedeutung. Ne? Und deshalb finde ich so wichtig, das im Einzelgespräch zu machen. Und ich biete sowohl Hypnose-Coaching als auch ein Ernährungs-Coaching, weil ich da auch eine Ausbildung drin habe und kann das dann beides miteinander verbinden. Also das ist ganz, ganz gut, wenn jemand sagt, ich habe das schon alles probiert, aber ich weiß gar nicht, was für mich wirklich das Allerbeste ist oder ich kann das gar nicht so genau definieren irgendwie. Und dann wird es in Zukunft noch ein Online-Coaching geben, aber das Besondere daran ist, dass es auch dazu auch noch eine persönliche Coachingstunde gibt, weil wie gesagt, ich finde, nur im Online-Coaching kann man beim Abnehmen, ist es schwierig, finde ich, weil man dann doch alleine ist und man braucht einen Ansprechpartner und man braucht die persönliche Betreuung. Also so versuche ich das halt eben sowohl als auch mit den Frauen auf den Weg zu bringen. Es wird sich ja dann wahrscheinlich auch herauskristallisieren, wie der Weg dann genau verläuft. Genau. Bei mir ist es so, manche sind schon so im Bewusstsein, dass ich gar nicht mehr so viel ausholen muss und so große Kreise ziehen muss, dass ich dann einfach mit wenigen Impulsen und die Leute schon in ihr verstärktes Glück bringen kann. Und manchmal bedarf es halt mehr. Und dann gibt es auch Leute, denen genügt es hier so
wie wir beide face-to-face hier am Bildschirm oder am Handy oder wie, da kann man auch schon viel, viel bewirken und ist alles besser wie gar nichts. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Jeder kleine Tropfen ist schon mal wichtig für den Ozean, dass er so groß ist. Und dann kann man eben schauen, wenn dann eben Bedarf ist und dann reisen die Leute auch an. Also, genau. Gell, so, ich weiß nicht, wo wohnst du? Also, wo in Idstein. Idstein in der Nähe von Wiesbaden ist das. Ah, okay. Mhm. Ein Main-Gebiet. Mhm. Ja, okay, ja. Ich bin hier am schönen Bodensee. Ah, wie toll. Ja, und ich bin hier auch an einem Lichtort und habe hier das Lichthaus hergestellt, weil ich berufen wurde. Und auf der einen Seite habe ich den See und auf der anderen Seite die Felder und Wiesen. Und dann ist es, also wenn das dann die Leute hören und mit mir im Coaching sind und dann überlegen sie schon, ob sie mal eine Urlaubsreise hierher machen und das mit einem Energieaufladen verbinden. Ne? Das kann man dann schon. Aber das muss man einfach im Einzelfall dann gucken, ob es dann gerade passt oder wie es dann aussieht. Ich habe eine Klientin, die ist aus Italien, die wollte immer kommen, war noch nie da, aber wir machen bisher alles am Bildschirm und sie macht wirklich super Fortschritte. Mhm. Nein, es geht alles super am Bildschirm. Also das ist was man sich vorher gar nicht vorstellen konnte. Auch dass Hypnose am Bildschirm geht, das konnte ich mir selbst auch so gar nicht vorstellen. Ne? Aber es funktioniert und es funktioniert sogar fast besser, wie wenn man also im unmittelbaren Kontakt ist, ne? weil das Abschalten viel besser geht und also es funktioniert super klasse. Ach, schön zu hören, ja. Ja. Ja, genau. Ja, das sind wahrscheinlich so Zweifel, die Leute haben, wenn sie zu uns kommen, dass sie vielleicht denken, ja, wie kann das gehen, wie soll es funktionieren? Ich bin auf der anderen Seite von Deutschland oder von der Erde vielleicht, ich weiß nicht, ja. Aber das ist ja alles Schwingung und alles Energie und also erleichtern kommt auch noch hinzu, dass man fokussiert ist auf dieses Bild am Bildschirm. Genau. Ja, das ist ja dieses Visuelle wieder, was ich ja so befürworte. Mhm. Und dann kann man sich nämlich ganz in sich vertiefen und ist jetzt nicht mit einem raumfüllenden Menschen, der vielleicht neben einem steht, beschäftigt, sondern man kann einfach diese Schwingung so mit einem gewissen... Also ich empfinde es erstmal als Abstand, aber wenn sie angedockt hat, ist sie ja voll da. Ja. Ne? Und ja, ich hatte letztens auch eine Klientin aus Österreich. Das war ganz toll. Ne? Wir wären so ja nie zusammengekommen. Ne? Also insofern hat Corona da schon ganz viel bewirkt, dass man sich jetzt auch wirklich getraut hat, da andere Wege zu gehen. Ne? Das ist schon toll. Ja, super. Wie lange gehen denn deine Begleitungsprogramme? Weil bei dir ist ja nicht mit einem Impuls getan. Nein, also das kommt drauf an, kommt auch auf das Gewicht an. Also, und es kommt auch drauf an, ob es nur Hypnose ist oder ob auch noch die Ernährungsberatung dabei ist. Also Vierteljahr sollte man schon einrechnen. Je mehr Gewicht dann ist oder Übergewicht oder das individuelle Seelengewicht, umso länger kann es halt eben dauern. Ne? Wobei bei der Hypnose selbst, das ist eigentlich, ich sag mal so, 4 Hypnosen hintereinander in einem gewissen Abstand. Und es kommt halt eben dann noch drauf an, ja, was sonst noch so in der Tiefe liegt. Ne? Also wenn wirklich jemand richtige Probleme mit Adipositas hat oder so, das ist dann schon eine längerfristige Begleitung. Ne? Ja. Ja, super, meistens. Dass du da so fachmännisch unterwegs bist und da auch wirklich Informationen liefern kannst auf den beiden Ebenen. Ne? Ja, ja. Der körperlichen und dann über den Verstand ins Bewusstsein. Ne? So denke ich. Genau. Ja. Ja, bei mir, ich mache es ja so rum, es ist Fühlen, Denken und Handeln und es entsteht alles aus dem Bewusstsein heraus,
Was ich aber mache, dass ich die Leute erstmal ins Bewusstsein bekomme, damit sie überhaupt wissen, von wo aus es losgeht. Ja, nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Aber dann muss man eben erstmal nach innen kommen, um dann von innen nach außen zu agieren. Und das ist so die Herausforderung. Aber dann, wenn sie das mal verstanden haben, dann geht es eigentlich ganz schnell. Ne? Dann kann man ziemlich schnell große Visionen erfüllen und für sich kreieren. Das ist dann sehr, sehr bereichernd. Das ist auch eine Parallele bei uns. Ja, gut. Dieses von innen nach außen, weil eine Diät ist immer von außen. Ich versuche von außen das Problem zu lösen. Und das hilft im ersten Moment für eine gewisse Zeit lang. Und meistens kommt das Problem ja dann wieder von neuem, also dann kommt der Jojo-Effekt und ich versuche wieder von außen das irgendwie. Also viele Frauen haben ja schon ganz viele Diäten hinter sich und versuchen das Problem immer von außen anzugehen. Und dabei wird vergessen, dass im Inneren halt eben ganz, ganz viel gespeichert ist, was die Diät überhaupt nicht behandelt, also was mit der Diät überhaupt nicht weggeht. Ja. Das ist halt eben... Also dieses von innen nach außen, genau das ist für mich auch wichtig oder für meine Klientinnen. Ne? Genau. Und das ist eben, und das ist nämlich ein tolles Beispiel, das gefällt mir auch immer gut, weil das ist so das Offensichtliche. Ja, man hat Übergewicht oder jemand hat Übergewicht und möchte daran was tun, weil er sich einfach wieder beweglicher und vitaler fühlen möchte. Mhm. Aber das Gleiche ist ja auch bei Krankheiten. Ne? Wenn eine Krankheit existiert, ist es ja wie ein Übergewicht, ne? Ist ja vergleichbar. Und da wird halt von außen immer dann was draufgeschmiert was gelindert. Mhm. Ist ja alles recht und gut, weil das brauchen wir ja auch. Das ist ja für den ersten Schreckmoment, ist es gut, diese Dinge zu haben und auch überhaupt. Aber dann im zweiten, spätestens im dritten Schritt, gilt es ja dann darum, ins Bewusstsein zu schauen und zu gucken, ja, wo kommt es denn eigentlich her oder wo kam es denn her? Und dann eben rauszufinden, ja, okay, das kam da und daher und das kann ich ja aus der Erfahrung jetzt vermeiden, weil ich ja die Ursache entdeckt habe. Ne, wenn wir dann aus der Wirkung mal rausgehen und uns die Ursache anschauen, egal worum es geht, kann auch ein psychologisches Drama sein. Es ist alles so, es ist immer das Gleiche. Von innen nach außen ist der Weg zur Vitalität und zur Erfülltheit. Ne? Ja. Genau. Und das ist halt so, denke ich, unsere Aufgabe von allen, die im Heilungssummit sind, dass wir das erklären, erläutern, aufzeigen und die Möglichkeit geben, sich tiefer damit zu beschäftigen, sich anzuschauen und bei sich zu gucken, wo steht man und ist es das, was man will? Ist es das Leben, was man lebt? Ist es das Leben, was man leben will? Und wie kann man es verändern? Und dann eben daraus seine Vision schöpfen und aus dem Bewusstsein heraus kommt die ganze Intelligenz, die in einem drinsteckt. Und auf einmal kriegt man ständig einen Aha-Effekt und wird ständig gelenkt und geleitet und kann gar nicht mehr anders, ja, wenn man sich mal drauf eingelassen hat. Das ist das, was halt jetzt auch gerade in dieser Zeit, gelebt werden will. Ja, und es ist dann so, für dich sicher auch so bereichernd, wenn man dann auf einmal die Rückmeldung bekommt, dass es total leicht geht, ja, dass eine ganz große Leichtigkeit da ist und die Frauen sich vorher gar nicht so vorstellen konnten, ne? Und dass es ganz anders funktioniert, als sie gewohnt sind irgendwie, ne? Ja, super, dass du das auch so in Leichtigkeit erzählst. Das freut mich total. Das ist nämlich auch genau mein Ding. Ja, ich möchte gar nicht in diese ganzen Verwirrungen, in den Schmerz, in das Leid. Und das ist alles so, wie kann man das sagen? Wer es braucht und wer es möchte. Und natürlich eine gewisse Portion zum Anschauen, weil das ist ja dann auch wieder dieses Fülle und Mangel. Ach ja, mein anderes Buch heißt nämlich Fülle statt Mangel. Das passt hier gerade ganz gut her. Fülle statt Mangel, weil den Schmerz und das Leid zu sehen, das ist die eine Hand, da ist der Mangel und dann ist die andere Hand, da ist die Fülle. Und ja, ich schaue mir den Mangel an, ich sehe ihn, ja, aber was mache ich? Ich greife aus dem Topf der Fülle und nehme mir da, was für mein Leben bereichernd und erfüllend ist.
Und das andere brauche ich eben zum Anschauen. Und das ist so auch wieder, das zu wissen aus dem Bewusstsein heraus, ich schaue mir das an, ich sehe es und ich habe es wahrgenommen und habe es vielleicht auch mit Schmerz und Leid erlebt. Aber ich greife in den Fülletopf und sehe nur, ja, es hätte Mangel und Schmerz sein können, ist es aber nicht, weil ich habe ja aus der Fülle geschöpft und ich bin mir ja der Fülle bewusst, die in mir steckt und die ich nach außen bringen kann, um mich und andere zu bereichern. Ja, und es ist wieder eine Parallele. Dieser Mangel, das ist, also sehe ich die Diät, sehe ich als Mangel an, ne? Weil ich reduziere mein Essen und bin total im Mangel und total frustriert und werde vielleicht ungerecht und sauer und es tut mir gar nicht gut, in diesem Mangel zu leben. Gleichzeitig habe ich einen Mangel an Selbstliebe, an Selbstwertgefühl. Ja. Und das Komische ist, dass die Fülle an Liebe, die ich für mich selbst empfinde und die Fülle an Leichtigkeit und also Fülle macht mich auf einmal leicht, ja. Obwohl ich immer denke, ich muss ja weniger, ja. Nein, ich muss nicht weniger, ich muss nur mehr von irgendwas anderem haben, ne. Das ist... Toll, einfach toll, ja. Das ist also wirklich so schön in der Parallele, das ist richtig gut, weil... Also dieses Thema, das du begleitest, das erklärt so schön, wie verworren wir manche Dinge angehen, ja, wie verkehrt herum auch, ja. Ne, anstelle aus der Fülle zu greifen, dann doch immer wieder im Mangel landen und uns dann womöglich auch noch im Mangel suhlen und ahlen und was uns wohlfühlen, anstelle in die Fülle zu gehen und da in Friede, Freude und in der Liebe zu sein. Ja, ne? Das ist ja so. Und ja. Ja, ach schön, das ist so richtig leicht auch mit dir. Mhm. Das fühlt sich gut an. Ohne, weißt du, ohne diese Schwere, die man oft so in solchen Gesprächen auch zu findet und einfach so wirklich das Leichte aufzeigen und das zu erklären und die Impulse zu geben. Mhm. Ja, in der Zuversicht, dass es gesehen wird und bemerkt wird und auf sich oder auch zu sich genommen wird, um es für sich zu erleben. Ja,